Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir mal ein paar Neuzugänge zeigen, die so neu bei mir einziehen durften. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe von Dalton was zugeschickt bekommen, ich habe von Armed Angels was zugeschickt bekommen, bei Yepoda habe ich selber bestellt, als dieser 43% Code war, von Purish habe ich was zugeschickt bekommen. Und bei M. Asam habe ich selber was eingekauft. Und ja, ihr bekommt hier unter dem Video immer Timestamps. Da könnt ihr weiterhüpfen, falls euch gerade etwas mehr oder weniger interessiert. Ich habe euch alle Produkte unten in die Infobox mal reingepackt. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Fashion-Part des Ganzen. Ich habe ja schon mal mit Armed Angels zusammengearbeitet. Das ist eine wundervolle, nachhaltige Fashion-Brand, auf die ihr mich aufmerksam gemacht habt. Und die Jeans, die ich letztes Mal von Armed Angels bekommen habe, trage ich sehr häufig. Ich habe sonst keine andere mehr, die passt zum einen und zum anderen keine, die so bequem ist. Sonst trage ich ja wirklich ausschließlich Leggings, das ist ja voll mein Ding, oder halt Kleider. Und da muss ich wirklich sagen, das ist Qualität, die mich wirklich überzeugt. Und deswegen habe ich natürlich auch zugesagt, als Armed Angels mich jetzt erneut angefragt hat, ob ich Bock habe, wieder zwei Teile von dem zu präsentieren. Und das erste davon trage ich auch schon. Ich kann euch aber mal einblenden, wie das angezogen aussieht. Denn Armed Angels ist eine wundervolle Fashion-Brand, die auf Nachhaltigkeit setzt. Ich habe zum Beispiel hier ein Kleid an, was aus Holzfasern besteht. Es nennt sich Tencel Lyocell. Und Tencel Lyocell ist eine natürliche Zellulosefaser aus Holz. Das ist krass, oder? Und die wird halt nachhaltig gewonnen und ist in dem Sinne dann auch für die Umwelt einfach schöner. Ich finde, dass dieses Kleid auch wundervoll passt. Ich habe das in der Größe S bestellt. Das geht mir bis zu den Knien vielleicht ein ganz kleines bisschen drüber. Es fühlt sich unglaublich angenehm an. Also ich streiche mir gerade auch über die Beine. Es hat einen so schönen, figurbetonten, aber nicht auftragenden Stil. Also es sitzt wundervoll. Ich finde das Kleid wunderschön. Ich mag auch gerne dieses Muster, was da drauf ist. Das ist so leicht floral. Also das ist ein Kleid, was ich auch definitiv so als Frühlings-Sommerkleid sehe. Es ist ein ganz bequemes, angenehmes, schönes Kleid. Es hat hinten einen Reißverschluss. Dann hat es am Rücken selber auch so einen Ausschnitt. Ganz oben habe ich hier ja so ein Knöpfchen, was das Ganze zusammenhält. Also es ist super schön luftig. Die Arme sind auch wundervoll. Ich habe einen schönen Ausschnitt, einen schönen V-Ausschnitt, der aber nicht zu tief ist. Und deswegen gefällt mir dieses Kleid wirklich sehr und es lohnt sich halt auch da in Qualität zu investieren. Ich habe einen Code, claudiswelt15, der gibt euch auch aktuell 15% Rabatt, was ich halt richtig, richtig schön finde. Ihr bekommt dort wirklich qualitativ hochwertige Produkte und deswegen unterstütze ich das auch super gerne. Ich durfte mir auch ein weiteres Teil aussuchen und da habe ich mir einfach ganz basic einen Cardigan ausgesucht, der auch super angenehm vom Stoff ist. Den habe ich in der Größe M bestellt, weil da mag ich es einfach, weil ich den ja auch über Kleidungsstücken drüber trage. Ein bisschen länger, ein bisschen weiter auch. Wobei der Stoff auch sehr schön dehnbar ist. Es ist ein ganz angenehmes Material, was auch warm hält. Ihr bekommt den Cardigan in 6 verschiedenen Farben. Ich habe jetzt einfach klassisch schwarz gewählt, weil das kann ich zu den meisten verschiedenen Sachen kombinieren, finde ich persönlich. Und das kann man halt auch wirklich schick tragen. Und er besteht aus Bio-Baumwolle und das ist halt eine ganz schöne Geschichte, was die Treibhausgasemissionsgeschichte angeht. So viele Geschichten hier. Und ja, das sind die beiden Produkte, die ich jetzt von Armed Angels zugeschickt bekommen und euch zeigen wollte. Und ich muss sagen, ich freue mich so richtig auf den Frühling, wenn ich die beiden Schätzeleins austragen kann. Das heißt, ich habe sie wahrscheinlich schon ausgetragen, als ich jetzt letztens in Malaga war. Aber deswegen, das muss gleich auch noch in den Koffer reingepackt werden. Vielen, vielen Dank an Armed Angels für die wundervolle Zusammenarbeit. Und ja, wie gesagt, mit Claudis Welt 15 könnt ihr dort 15% aktuell sparen. Schaut gerne in der Infobox vorbei. Da habe ich euch das alles auch nochmal entsprechend verlinkt. Jetzt würde ich sagen, wenn ich schon von Malaga rede, gehen wir auch mal so ein Stückchen zu Malaga. Denn das Event, was dort stattfindet, ist halt aufgrund der High Concentrates, die jetzt neu gelauncht wurden, gemacht. Und da haben wir einmal das Vitamin C und das Acealinsäure-Serum. Ich habe euch zu den High Concentrates von Dalton hier im i mal ein Video gedreht. Das kam jetzt letzte Woche online. Und ihr bekommt auch aktuell mit Power Claudi 25% auf das komplette Sortiment von Dalton. Und könnt da gerne wegen der Pflege einfach mal vorbeischauen. Ne? Sehr, sehr coole Produkte.
Auch im Nähsortiment könnt ihr vorbeischauen. Das ist ja die Make-up-Marke, die dort auch vertreten ist. Ne? Aber hier habe ich, wie gesagt, das Vitamin-C-Serum, was aufhellend wirkt und in dem Sinne eine Age-Prevention-Wirkung mit sich bringt. Also quasi vor der Alterung ein bisschen bewahren möchte, und die Acealinsäure, die eine leichte Säure ist, die halt super dafür geeignet ist, um die Haut zu kontrollieren und halt diese Verhornung löst und so und einfach die Haut wieder auf Vordermann bringt. Das sind die beiden neuen High Concentrates, die ich zugeschickt bekommen habe und einfach in diesen Haul mit integrieren wollte und euch das auch nochmal mit als Erinnerung aufrufen möchte, denn bis zum 14. Mai gilt der Code 25%, das ist ein Viertel von dem Preis des Produktes und das ist ganz schön viel. Und jetzt gehen wir weiter zu Purish. Purish ist ein Online-Shop, dort bekommt ihr super interessante Marken und da habe ich jetzt auch schon zu den Produkten, die hier liegen, wahrscheinlich schon das ein oder andere gedreht. Zum Beispiel von Lethal Cosmetics habe ich hier diese mega geile neue Palette, die nennt sich Wildflower und das ist eine richtig wunderschöne Palette, habe ich euch, kann ich euch mal verlinken, ein Short zu abgedreht, glaube ich dann, ne? Wo ich die ausprobiert habe. Ich bin wirklich hart am Überlegen, ob ich die sogar mit nach Malaga nehme. Ich muss wirklich mal schauen, denn das sind so geniale Farben. Das ist extrem schön. Ich habe so Lust darauf, noch so viele farbenfrohe Frühlingslooks damit zu zaubern. Und da hat Lethal Cosmetics mal wieder eine Palette rausgebracht, die echt 1A ist. Also die macht wirklich Freude. Wir haben hier Duochromes drin enthalten. Wir haben hier matte Töne drin enthalten, wo ich sagen muss, die sind nicht ganz so krass pigmentiert. Das sind eher Pastelltöne. Aber es ist hammermäßig. Also gerade die Schimmertöne, ne? Also die Schimmertöne und Duochromes sind einfach der Hammer. Ich empfehle bei Lethal Cosmetics immer ein Glitterglue unten drunter zu verwenden. Zum Beispiel hier von NYX gibt es ja diesen Glitterglue, ne? Dann bleibt ihr da auch einfach ein bisschen länger glücklich mit. Und ich habe bei Purish den Code CLAUDIESWELT15, da könnt ihr 15% auf das komplette Sortiment sparen. Quatsch, nicht auf das komplette Sortiment, auf ausgewählte Marken. Es reimt sich immer so schön, ne? Aber nee, das auf jeden Fall auf Lethal Cosmetics, auch auf Nabla immer eigentlich irgendwie, ne? Dann auf Ofra könnt ihr auch sparen und die haben auch neue Produkte rausgebracht, zum Beispiel Pure Glow Finishing Powder Light, das gibt es in unterschiedlichen Farben. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Finishing Powder, sondern eher als Highlighter. Wenn man da mit dem Pinsel ganz leicht reingeht und sich das übers Gesicht gibt, kann man das mit ganz viel Goodwill als Finishing Powder auftragen. Ich empfehle das eher als Highlighter zu verwenden. Dann hat Ofra auch noch einen neuen Highlighter rausgebracht, und zwar den Candy Apple. Habe ich gerade Highlighter? Blush. Ich bin ein bisschen neben der Spur. Auch eine extrem schöne, frühlingsfrische Farbe. Also da muss ich sagen, sind gerade sehr, sehr viele schöne Frühlingsprodukte gelauncht worden. Ne? Das schlägt mein Herz einfach höher. Und Suva hat neue Produkte rausgebracht. Alto Belly, die habe ich noch nicht ausprobiert, aber diese Suva Liner, die man halt, ne, immer mal wieder so gesehen hat, die sind einfach hammermäßig. Verwende ich wirklich, wirklich gerne. Erfordert manchmal ein bisschen mehr Übung, aber es kann man halt wie Wasserfarbe verwenden und damit sehr intensive, aber auch alltagstaugliche Looks schminken, denn man muss ja nicht immer komplett alle Farben verwenden. Hier habe ich jetzt das Doodle Dreams Hydra FX Body Art Ding. Ja, ist für mich ein Eyeliner Quad, ne? Also dass man da quasi mit Wasser das aktiviert. Und da haben wir einmal ein mattes Lavendeltönchen drin und einen, ja, schimmernden hellblau-türkis-Ton. Sehr, sehr aufregend. Und sowas halt als Eyeliner finde ich schon cool. Und dann hat Suva auch noch die UV Festival Palette rausgebracht. Ich liebe ja die UV-Paletten, die Suva rausbringt. Und das hier ist halt so eine Sache, da hast du zum einen das Ganze immer als matten Ton und dann daneben auch nochmal als schimmernden Ton. Und da stelle ich mir das einfach extrem cool vor, wenn man die dann immer so kombiniert. Also, dass ich dann immer den schimmernden Ton der beiden zum Beispiel da drüber gebe. Ne? Also, dass man quasi sich erst mit dem matten so einen Liner zieht und dann den Schimmer dann genau da drüber setzt und dann vielleicht nur so auf dem beweglichen Lid, oder man gibt sich so nur auf dem beweglichen Lid den Schimmerton auf und nach außen hin geht man dann mit dem matten Ton. Sehr, sehr aufregend. Das sind strahlende Farben und es macht einfach Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Also mir macht es Spaß. Ich bin aber auch wirklich Make-up-Junkie-mäßig unterwegs. Ne? Ich schmink mich gerne, ich schmink mich viel, ich schmink mich häufig und ich schmink mich auch gerne bunt. Und da ist sowas halt irgendwie ein Must-Have, muss ich persönlich einfach sagen. Also das habe ich auch von Purish zugeschickt bekommen und bedanke mich von Herzen dort, dass ich halt die Möglichkeit habe, dort auch zu kooperieren. Und da seid ihr halt auch irgendwie
dran schuld. Ne? Das sage ich ja immer wieder, an Kooperationen, an Zusammenarbeiten, an Möglichkeiten. Das, ohne euch könnte ich das alles nicht und deswegen bin ich euch auch unglaublich dankbar dafür. Also das ist echt vielen, vielen Dank. Richtig cool, dass es euch gibt. Ja, schön, dass es euch gibt, wirklich. Dann hatte ich von Jepoda so einen richtig krassen 43%-Code, weil Jepoda Geburtstag hat. Jetzt im Mai nicht mehr, im April hatten die das und da gab es, wie gesagt, 43% und ich habe zugeschlagen, habe da selber mit meinem Code bestellt und für die Produkte, die ich jetzt gekauft habe und die ich euch zeigen werde, habe ich insgesamt 135,78 € ausgegeben, habe ich mir nämlich hier gerade auf meinen Spickzettel geschrieben. Ja, und ich habe richtig krass gespart, nicht nur wegen den 43%, die sowieso da drauf gegolten haben, sondern auch, wenn man bei Jepoda sich auch Sets so basteln kann und das habe ich halt auch gemacht und zusätzlich habe ich auch noch gespart, weil man immer ab gewissen Bestellwerten Goodies dazu bekommen hat. Die zeige ich euch auch gleich. Erst habe ich mir so ein Dreier-Set zusammengestellt, bestehend aus dem The Mist Have. Das ist ein ganz, ganz tolles Produkt. Das ist ein Sprühvieh. Und dieses verwende ich selber als Toner oder als Setting Spray. Je nachdem, wonach einem gerade so ist. Und ich mag es halt lieber als Toner, also quasi nach der Gesichtsreinigung auf meine Haut gegeben. Ne? Und Jepoda ist K-Beauty, also koreanische Beauty, die aus Deutschland kommt. Und ich habe, glaube ich, aktuell, weiß ich nicht, ob ich einen Code habe, dann blende ich euch den mal mit ein. Ansonsten gibt es immer mal wieder einen. Einmal im Monat habe ich auf jeden Fall safe eine Kooperation. Ne? Und ja, wie gesagt, hier habe ich The Mist Have, ein ganz, ganz tolles, angenehmes, hautberuhigendes Spray. Dann habe ich auch noch natürlich The Calm Balm. Das ist der Abschminkbalm schlechthin, den ich einfach überragend finde, mir nochmal nachbestellt, den man sowieso schon rabattiert bekommen hat, eben wegen den 43% und dann halt noch im Set. Gut, da gab es jetzt nicht so super viele Prozente, aber Prozente sind Prozente. Das war einfach heftig. Ja, das ist er. Der ist einfach toll. Der nimmt dir alles runter, was du nicht auf dem Gesicht haben möchtest, wenn du schlafen gehen möchtest. Also ich benutze den halt vorm Duschen. Ne? Also gleich, wenn ich unten mich dusche, dann nehme ich mir so ein bisschen was von meinem Kornbaum, der unten offen und fast leer ist. Und das ist halt so ein richtiger Balsam. Ne? Gebe das zwischen meine Finger, erwärme das, gebe das dann erst über meine Augen, streiche das dann immer von der Wurzel bis zu den Spitzen. Also nicht rubbeln, sondern immer so, dass die Wimpern auch immer schön gepflegt bleiben. Und löse damit dann auch mein komplettes Make-up im Gesicht an. Dann sehe ich aus wie ein Bergarbeiter und gehe dann unter die Dusche, gehe dann mit meinen Fingern so ein bisschen unter das Wasser, emulgiere das Ganze auf und dann unter der Dusche selber kann ich das Ganze abwaschen und nochmal mit einem Reinigungsgel oder Schaum die letzten Reste auch mit runternehmen. Aber das hier ist wirklich der Abschminkbalsam, wo ich sagen muss, das ist der beste, den ich bislang getestet habe und ich habe sehr, sehr viele getestet. Der ist sehr empfehlenswert. Und dann habe ich mir in dem Dreier-Set noch die neue Augencreme bestellt, die Ice Cream, Slow Aging Plant-Based. Ja, ist mit Schneckenschleim, aber weil es ein veganes Produkt ist, ist das dann sehr wahrscheinlich synthetisches Schneckenschleim-Gedönsen. Und das habe ich noch nicht ausprobiert, da kann ich euch noch nichts zu sagen. Ich habe die auch nochmal zugeschickt bekommen, aber die, die ich zugeschickt bekommen habe, werde ich dann wahrscheinlich verlosen demnächst mal, ne? Das ist jetzt meine, wie ich die auf der Haut mag, kann ich euch noch gar nicht sagen, weil ich die ja, wie gesagt, noch gar nicht getestet habe. Bin ich sehr gespannt drauf. So, und dann, ja, ja, warum hat Claudinchen dann so einen hohen Bestellwert erreicht? Weil sie sich Masken nachbestellt hat. Noch und nöcher. Die sind zum einen, weil sie im Set sind, günstiger. Das ist nämlich ein 5er-Set. Dann, weil ich 43% drauf gekriegt habe. So, und dann habe ich mir bestellt The Recovery Moment zweimal. Da sind drin Panthenol, Calendula, also Ringelblume, die Haut halt beruhigt, ne? Und Niacinamide. Und dann habe ich mir noch The Timeless Moment. Das ist Slow Aging Sheet Mask mit Peptiden und Beeren und oder mit einem Peptid- und Beerenkomplex. Das sind diese Masken, ne? Und die habe ich mir natürlich zweimal bestellt, diese Sets, also 10 Masken. Es sind einfach großartige Masken, die so viel Serum beinhalten. Die Umverpackung von den Masken selber ist aus Kartoffelstärke. Heißt, die ist halt auch irgendwie biologisch abbaubar und sowas, ne? Und die Masken selber sind aus irgendwas, was man halt auch theoretisch im Biomüll entsorgen könnte. Und du kannst die bis zu 3-mal halt verwenden, weil du so viel Serum drin hast. Ich glaube, 25 Milliliter sind das wirklich pro Maske. Wahnsinn. Krass. Wirklich krass.
Dann gab es auch noch Sticker für Oma mit dabei. Yay. Und ja, dann habe ich mir aussuchen können 3 Goodies. Da habe ich mir einmal so einen Maskenpinsel mit ausgesucht, weil ich das einfach sehr schön finde für Crememasken. Und nee, 4 Goodies konnte ich mir aussuchen. Genau. Dann habe ich mir noch 2-mal dieses Abschminktuch mitbestellt. Ich habe das schon einmal da. Aber wisst ihr, wie das mittlerweile aussieht? Ich habe das seitdem ich die Kooperation mit Yepoda habe, seit 2 Jahren, seit 3 Jahren in Anwendung. Alto Belli. Das ist nur noch ein Lappen. Ein trauriger Lappen. Und das ist halt wirklich eigentlich ein total super Tuch, was anfangs scheinbar noch sehr, sehr schön ausgesehen hat. Und dann habe ich mir noch ausgesucht, das finde ich eigentlich ganz praktisch, das ist so für Haare wegmachen, wenn man sich eine Maske drauf macht oder wenn ich halt morgens meine Haarpflege, meine Gesichtspflegeroutine durchziehe. So ein Band ist das quasi, ne? So ein Stirn. Armband, Haarband, Haarband. Und meine Freundinnen fragen mich häufig, ob ich sowas vielleicht für sie hätte, ne? Dann kann ich denen nämlich demnächst nochmal so eins geben. Und zu guter Letzt trinke ich mir erstmal noch einen Schluck, denn ich habe noch bei M. Asam bestellt. Da war da irgendwas Spezielles? Ich glaube nicht. Nö, nur neue Produkte. Und ich finde es immer total spektakulär. Super viele Firmen haben ja zum Beispiel das Magic Finish ja auch gedupt. Und ich glaube, mittlerweile denkt sich M. Asam, hey Leute, das können wir auch. Wir schlagen zurück. Die haben zum einen Make-up-Sponge rausgebracht. Da bin ich mal gespannt, wie der in der Anwendung sein wird und wie soft der auch sein wird. Ich kann den ja jetzt schon mal kurz rausholen und dann auch mal so machen. Oh, sehr soft. Oh, der möchte natürlich nass gemacht werden, ne? Dann habe ich noch mitgenommen, da ist, glaube ich, Ultraviolet, das Produkt, was mehr oder weniger gedupt wurde. Sundrop Fluid fürs Gesicht mit Lichtschutzfaktor 50, High Protection. 30 ml sind hier drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe aktuell tatsächlich das von Ultraviolet in Anwendung. Das ist wirklich angenehm und sehr ölig. Sehr, 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 sehr gut, finde ich persönlich. Und so sieht das von M. Asam aus. Muss ich ausprobieren. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dann, ich weiß nicht, ob hier Nabla oder ob Too Faced gedupt worden ist. Auf jeden Fall nennt sich das Lip Cheek Shimmer 3-in-1 Balm mit Hyaluron für eine vielseitige Anwendung. Witzig, da gab es auch irgendwie einen Lippenpinsel mit dabei. Ja, das heißt, du kannst es auch für die Lippen anwenden. Das ist so ein To-Go-Lippenpinsel. Finde ich jetzt nicht so mega muss ich haben, ne? Also kein Ultra-Must-Have in meinen Augen, aber ist halt gut mit dabei. So, Entschuldigung. Hallo Too Faced, du auch hier. Hat jetzt natürlich eine leichte Schwitzschicht drauf. Ich hätte aber nicht gedacht, dass die Nabla dupen und auch noch verbessern, weil bei dem Nabla Two Reasons, das habe ich hier ja auch in meinem Project Pan, das seht ihr ja auch immer wieder, ne? Das hier, was quasi fast leer ist. Also die Blush-Seite auf jeden Fall davon, ne? Liebe ich. Finde ich wirklich, wirklich gut offensichtlich. Aber die haben einen durchsichtigen Balsam auf der gegenüberliegenden Seite. Und hier haben wir einen Schimmerbalm auf der Seite. Riecht auf jeden Fall nach Schminke. Oh, oh Gott. Oh nee, das ist kein Dupe. Nee, das ist dafür viel zu cremig. Also so cremig ist das Two Reasons nicht. Kann ich immer. Oh mein Gott. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Okay. Wow. Muss ich echt schauen. Also das ist wirklich, also da kann ich mir auch vorstellen, dass es wirklich gut für die Lippen geeignet ist, ne? Ich hoffe nur, dass es dann wirklich verblendet auf der Haut nicht fleckig wird. So schaut es auf jeden Fall aus. Und das hier ist dann der Highlighter. Ja, der hat auch sogar Schimmer mit drin. Ist wirklich ganz leicht, perlmuttmäßig. Da siehst du aber auch nicht viel von, ne? Ja, aber fühlt sich gut an. Ich war gerade wirklich überrascht, als ich da reingegangen bin und das wirklich so krass war. Okay, möchte aber definitiv noch auf dem Gesicht getestet werden. Dann haben wir hier Make-up Fixing Spray mit drin enthalten. Ich habe von M. Asam noch kein Fixing Spray gesehen, also aus der Magic Finish Reihe. Und das will ja nicht aufgehen. Da habe ich im ersten Moment gedacht, Charlotte Tilbury könnte, ist aber ohne Schimmer oder so. Also das ist wirklich einfach durchsichtig. Da bin ich auch jetzt sehr interessiert. 50 ml ist echt nicht so viel, ne? Okay. Riecht einfach leicht alkoholisch. Angenehmer Sprühnebel. Oh, sehr angenehm. Okay, ja. Also ich habe keine Pünktchen auf dem Gesicht oder so. Schön erfrischend. Das mag ich. Ne?
Muss ich dann auch noch wirklich in einem Schminki mal ausprobieren. Ich habe ja auch bei Rossmann letztens noch ein paar Neuheiten geshoppt, sodass ich da vielleicht mal ein neues Fullface MA dann wieder zusammenkriege. Dann gibt es noch die Build Up Fiber Mascara. Die fand ich auch sehr interessant. 13 ml ist sehr, sehr, sehr viel für eine Mascara, muss ich sagen. Und, Wattenbrocken. Wow. Wow, wow, wie wow. Okay, hat ein erdnussförmiges Bürstchen. Riecht nach Mandeln. Ne? Schaut einmal so aus. Und auf den ersten Blick sehe ich die Fasern jetzt nicht unbedingt, was jetzt nicht negativ ist. Ich habe jetzt schon dick Mascara drauf, ne? Was soll die jetzt noch groß machen? Die werde ich dann mal auch solo testen. Lässt sich auf jeden Fall über drei Schichten einer anderen Mascara drüber schichten, ohne dass da jetzt irgendwas klumpt. Das ist jetzt hier die It Cosmetics Hello Lashes, glaube ich, heißt die, ne? Ja, ne? Okay, okay, okay. Und zu guter Letzt gebe ich den Lidschatten von MA Magic Finish mal noch eine Chance. Denn ja, die haben hier diese Glamorous Nude Eyeshadow Palette mit 8 aufregenden Lidschatten. Steht hier drauf. Ne? Set in Touch Textur, ultrafeine Farbpigmente, perfekter Halt, perfekt aussehen in einer Minute. Okay, das ist der Slogan generell, ne? Ab und an mal eine Nude-Palette finde ich auch in Ordnung. Wenn die Qualität überzeugt, darf sie auch gerne in der Sammlung bleiben. Bislang war jetzt, ja, sieht gut aus. Magic Finish Lidschattenpaletten, MA-SAM Lidschattenpaletten, nicht unbedingt von der Qualität, die ich so behalten wollen würde, sagen wir es mal so. Wir haben hier matte Töne drin, 4 Stück und 4 Schimmertöne. Und ich würde sagen, wir gucken uns auch mal die Schimmertöne an und auch vielleicht den einen oder anderen matten Ton. Okay, okay, Leute. Leute, wo swatche ich das? Ah, ich habe hier eben was abgewischt, ne? Hier. Das sieht nicht schlecht aus. Schaut mal. Also die Schimmertöne haben schon eine Überzeugungskraft auf mich. Okay, 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 okay. Okay, okay. Wahnsinn, doch, hätte ich nicht mit gerechnet. Also ich habe es gehofft, als ich die online gesehen habe, weil die fühlen sich auch sehr, sehr schön weich cremig an, die Schimmertöne. Denn das war immer das, was ich bei den Magic Finish Paletten auch so ein bisschen moniert habe, dass eben die Schimmertöne nicht den Krawumm haben, den ich mir so wünsche. Ich glaube, das kann was. Da werde ich auf jeden Fall mal was mit euch zusammen schminken und ich hoffe, ihr seid natürlich auch mit am Start, wenn es dann das Video gibt, ne? Abonniert sehr gerne schon mal den Kanal, wenn du Bock hast. Wenn du bis hierhin dran geblieben hast, dann wäre das doch richtig cool, denn wir sind schon am Ende des Videos angelangt. Denkt an die ganzen Codes, die ich euch im Video genannt habe, falls ihr euch für die Fashion-Produkte von Armed Angels interessiert. Claudies Welt 15, dann Power Claudie für 25% Rabatt bei Dalton. Claudies Welt 15 auch bei Purish auf. Super viele wundervolle Marken. Ja, und die anderen Sachen habe ich so gekauft. Ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch hier gefallen hat und dass ich euch vielleicht hier ein oder andere Inspiration mitgeben konnte. Wenn dem so ist, lasst mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Ja, fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, komm, hier nehmen wir mal die Hauls, ne? Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich super gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!